Gleich durch die Türe durch. Also, aber die Türe ist leider zu. So. Und so. Und vergiftet. Aber wir haben ja so viele Tränke, dass es kein Problem darstellt. So. Greifen wir uns von hinten auch an, oder was? Geht auch gar nicht. Das ist doch eine Wand. Ah. So. So. Okay. Fein. Da waren wir eben auf der anderen Seite. Ich glaube, dass wir jetzt alle Räume erkundet haben. In einer bestimmten Reihenfolge müssen wir jetzt... mussten wir die Hebel drücken oder zumindest alle einmal drücken, damit hier die großen aufgehen. Hier ist nämlich der große Hauptraum. Und da sind jetzt die ganzen Viecher drin und ja, ich glaube, die müssen wir... Dahinter ist dann die Zelle von dieser Cheryl. Zum Glück lebt die noch. Bei den vielen... Ach so, zwei haben wir sogar eine Vergiftung abbekommen. Bei den vielen Kannibalen hier ist das ein Wunder, wenn man das überlebt. Aber die Cheryl hat es überlebt und wir speichern mal wieder. So, wie gesagt, ich mag mein Match ganz gerne, aber wenn ihr es kennt, ja guckt, dann macht das keinen Spaß. So, wir müssen jetzt uns da rantasten. Irgendwann werden die jetzt auf uns zukommen da. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust darauf, dass alle auf einmal kommen. Vielleicht kann man ja irgendwie tricksen. Und da so einen Funkenflug reinhauen. Nein. Okay, gibt ja noch andere Zauber. Was haben wir denn noch? Implosion. Mhm. Haben wir nicht genau. Verbrennt alle Kreaturen in Sichtweite. Ja. Kannst du es nochmal? Ja. Ja, gut. Normal arbeite ich nicht so viel mit Zaubern, aber es soll ja hier ein bisschen schneller gehen, deswegen ist das ganz gut. Jetzt hier damit mal zu arbeiten. Ah, nicht genug Zauberpunkte. So kann es gehen, aber die sind ja jetzt alle nur noch One-Hit, weil die ja nicht mehr so viele Punkte haben. Ihr seht das ja, wir hauen die ja fast alle mit einem Hit um. Ja, komm. So. Einen Umhang haben wir gefunden. So. So. Jetzt sind nicht mehr viele da. Da sind noch ein paar Schlangen. Die haben wir wahrscheinlich nicht angreifen können, weil die nicht in Sichtweite waren. Der Zauber war auf jeden Fall gut. Egal, wie viele Zauberpunkte der gefressen hat. Der war auf jeden Fall gut. So. Okay. Ja, so schnell kann es gehen. Ich habe mich da auf jeden Fall früher blöder angestellt, muss ich sagen. Aber desto öfters man das Spiel spielt, umso einfacher geht das dann. Ja. Ich finde auch, Let's Play sollte man wirklich nur spielen, an denen einem was liegt, weil das dann halt ganz anders rüberkommt. Ah, hi! Als wenn man Spiele spielt, an denen einem nichts liegt. Und ich finde das auch immer ganz toll. Ich will halt meine Lieblingsspiele Let's Playen, weil ich das so schön finde, wenn man dann mal das ganze Spiel sich angucken kann. Sonst kann ich ja immer nur spielen und dann habe ich schon wieder vergessen, was ich am Anfang gemacht habe. Und dann was war denn da nochmal am Anfang? Und ja, wie ging das denn nochmal? Und jetzt kann ich einfach hier gucken, dann und dann, wie war das denn nochmal mit dem und dem Tempel? Oder wie lief das nochmal da und da ab? Und wie habe ich das und das erledigt? Das sind alles so Sachen, die ich jetzt einfach machen kann und das finde ich halt voll toll. Und da hat jemand eine Vergiftung abbekommen. Aber wir haben ja so viel Krimskrams, dass das schnurzpiepiger ist. Ich hab's. So, was haben wir denn hier drin? Ihr seht ja auch an dem Kram, den wir hier einsammeln, das ist überhaupt nichts Besonderes. Das ist alles so Pille-Palle-Kram. Das hätten wir wahrscheinlich auch schon fast machen können, als wir hier in der Schmugglerbucht angekommen sind. Hier ist doch irgendwo...
Ein Hebel, oder? Nein, da ist nichts drin. So, aber irgendwo sind noch Gegner. Das seht ihr daran, dass wir noch gelb sind. Ne, falls ihr das nicht wisst. Falls ihr neu dazugekommen seid, weil ich ja darum gebeten habe, dass die Leute ein bisschen Werbung für Might & Magic machen sollen, weil es ein so schönes Spiel ist, was übrigens jetzt Ubisoft gehört, was früher einer anderen Firma gehört hat und was leider nicht so viele Leute kennen oder nicht mehr kennen, vor allem die Jüngeren wahrscheinlich nicht, was eine tolle Spielereihe ist. So, wer ist denn hier noch? Du bist die Letzte. So. Jetzt ist der ganze Dungeon leer und die Kiste ist auch leer. Na super. Dumme Kiste. So. Da, 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 da. Tür ist verschlossen. Ah, okay. Oh, hallo. Agenten von Bar. Ist dir aufgefallen, wie die Tempel von Bar überall im Reich aus dem Boden sprießen? Sie sind überall und ich halte das für eine zweifelhafte Entwicklung. Sie bieten zwar kostenlose Heilung an, aber sie scheinen es nicht aus lauter Gutmütigkeit zu tun. Ihr Wahnsinn muss Methoden haben. Hallo, bitte hilf mir aus diesem Tempel zu entkommen. Ich möchte noch nicht sterben. So, die Liebe haben wir jetzt hier oben auch. Im Inventar können wir sie nochmal auf beide Sachen befragen und wir werden sie dann abgeben. Wo müssen wir sie denn abgeben? In Freehaven. Nee, doch, in Freehaven. Wartet jemand auf sie und da können wir dann halt jetzt auch hin. So, einfach einmal hier rauslaufen, einmal hier durch. Das kann jemand hier irgendwas... Nee, an dem Alltag kann man gar nichts machen. Wenn jetzt hier einfach einmal rauslaufen, mal kurz rauszoomen. Ja, ich glaube, hier war das lang. Hier. Also es gibt natürlich mehrere Wege, aber das ist jetzt ein Weg, den man gehen kann. Hier lang, hier lang. Durch den Giftraum muss man so oder so durch. Und hier bin ich schon so antigiftig, dass ich gar nichts mehr abkriege. So, ein, zwei Folgen haben wir jetzt hier in dem Ding verbracht, auf jeden Fall nicht allzu lange. So, das war alles kein Problem. So, speichern tun wir mal. Und, ja, was sollen wir machen? 12 Uhr abends haben wir. Dann kommen auch Zauberpunkte. Fliegen kostet wahrscheinlich zu viele Zauberpunkte. 25 Zauberpunkte. So. Wie viel hat sie? 23. Hatten wir bei ihr eigentlich... Ja, genau. Zauberpunkte mit der Zeit regenerieren. So. Genau. Jetzt können wir nämlich da hinten hinfliegen. Ich meine, naja, Geld haben wir auch nicht so viel. Vielleicht sollten wir dann doch einfach erstmal da hinten hinfliegen. Und dann, uns heilen lassen. Also nicht hier im Tempel von Bar, da hat sie ja auch gerade von abgeraten, sondern da hinten. So. In der normalen großen Stadt, hier war ja der Zirkus. Müssten wir eigentlich alles erledigt haben. Müssen nochmal gucken, wann der Zirkus hier nochmal genau ist. Also, ich bin... Das war gar nicht der Zirkus, das war hier ganz normal Stadt. So. Und dann sind wir schon da. Können hier halt jetzt übernachten. Die Zimmer sind im Hinterhof. Genau. Welcher Hinterhof auch immer. Und können jetzt dann hier die Sachen verkaufen. Dass wir noch ein bisschen Geld verdienen, weil wir ja nicht so viel Geld haben momentan, habe ich ja gerade gesehen. So. Halt so ganz viel Billig-Kusch, den wir jetzt hier mitgebracht haben, aber naja. Besser als nix. Kleinvieh macht ja auch Mist, das kennt man ja. Man sammelt damit ja auch Zeug an. So. Oh, scheiße, das war die falsche. Egal. So, da wusste ich ja noch nicht, ob ich den verkaufen soll oder den anderen, deswegen lassen wir das erstmal.
Und verkaufen hier jetzt noch was. Wie geht's? Wie geht's? So. Erstmal den Kram rüberschieben. Und nicht wieder aus Versehen verkaufen. So, hier haben wir auch noch was. Ich weiß es nicht. Hier haben wir eigentlich auch noch was. Das kann er wahrscheinlich noch nicht mal identifizieren. So, wir könnten uns neue Gifttränke herstellen. Das hat geklappt. So. Das hat geklappt. Das bevor wir dann geklappt. Irgendwann mal ohne Gifttrank dastehen. Vollbart. Wir haben auch auffällig wenig Blau und viel Gelb. Aber es ist irgendwie immer so, ich glaube, Blau ist eines von den selteneren Zutaten. Wie geht's? Wie geht's? Also von den wertvolleren Zutaten. So, ich hoffe, meine Laune bessert sich mal ein bisschen. Schaut mal, Magic! Kann ich nur sagen. Verderb des Verderbs. So, ich hatte übrigens auch tierische Lust, Mad Magic zu spielen. Du olle Kuh, warum hast du gar keine Rüstung an? Kettenrüstung. Wo ist deine Kettenrüstung hin? Dann sollten wir eh mal eine Kettenrüstung kaufen. Habe ich die irgendwann aus Versehen verkauft oder was? Wann habe ich die denn verkauft? Das ist ja super. Halbiert den Schaden durch Geschossattacken. In der Stadt können wir auch Sachen kaufen. Also, so nötig habe ich es dann doch nicht. Hier den letzten Schrott zu kaufen. Aber das Ding könnten wir jetzt kaufen und dann verzaubern und dann wieder verkaufen. So. Einmal verzaubern, um ein bisschen Money, Money, Money zu machen. I need money, 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 money. I need so much money. Das ist ja richtig gut, was wir da drauf gezaubert haben. So, hoffen wir mal, dass wir auch was dafür kriegen. Ja, plus gemacht. So. Okay. Die Dinger können wir auch verzaubern und dann auch verkaufen. Wenn wir generell abgewöhnen, in Free Hafen Sachen zu verkaufen. Geschlossen. Was? Du hast erst in 2 Stunden auf. Siehst, ist alles, was ich habe. Genau. So, die können wir auch kaufen für sogar den Originalpreis. Und können dann die verzaubern. So. Danke. Komm bald wieder. Ja, wir verzaubern jetzt einfach die Sachen mal. Und hoffen, dass wir dann ein bisschen Gewinn rausschlagen. Ich hatte ja damals schon gesagt, dass es sehr teuer ist in Freehaven. Und das hat sich auch bewahrheitet. Wir haben ja jetzt kaum noch Geld, obwohl wir am Anfang so viel Geld hatten. Wieso kannst du die scheiß Krone nicht identifizieren? So, die auch nicht. So, den ganzen Kram hier noch verzaubern. So, von links nach rechts. Ja, ich mache das jetzt einfach mal so. Na, misslungen. Ich kann nichts machen. Ich kann das reparieren. Wunderbar. Einmal repariert und das war fertig verzaubert. Können ja gleich gucken, ob wir eine von den Verzauberungen gebrauchen können. Aber ich denke mal, dass wir keine gebrauchen können. Dass es einfach nur jetzt so zum Verkaufen ist. Ich bin ein bisschen müde, falls ich müde klinge. Aber ich möchte trotzdem mal Magic spielen. So, ja, verzaubern ist ja auch nicht so sonderlich interessant. So, okay. Ich weiß nicht. Dann haben wir noch das hässliche Ding und die beiden Dinger, die wir nicht identifizieren können. So. Okay, das eine Ding können wir verzaubern und das andere Ding nicht. Ja, ich mache das jetzt ganz schnell. Das braucht ja keiner sehen. Das ist ja nicht sonderlich interessant, wie schon gesagt. Das ist einfach nur Grimms Verderb, Charisma, Geschick, Stärke. Jetzt haben wir hier Intellekt plus 11, Rüstungsklasse plus 8, Geschick plus 8. Wer hatte denn hier Geschick plus 6? So. Geschick plus 8. Das ist schon mal etwas besser. Was haben wir denn hier? Beschleunigte Erholung, Kälteresistenz, Ausdauer plus 6, Glück plus 7, Intellekt plus 11. Von dem braucht er nochmal Intellekt.
sie anscheinend. So. Schauen wir mal. Zauberpunkte 143. So. Und bringt es was? Huch. Ach nee, das ist gar kein Ring, das ist eine Krone. Die lassen wir dann, weil das blöd ist. Dann habt ihr ja gerade gesehen, dann tut ihr ihren Helm ausziehen und das ist ja voll dämlich. Rüstungsklasse, der hat hier Charisma drauf. Ja, ob Rüstungsklasse nicht schlauer wäre? Rüstungsklasse. 6 Punkte. Nee, dann bleibe ich doch lieber bei der Rüstungsklasse. Gut, dann verkaufen wir den Kram jetzt. Was du siehst, ist alles, was ich habe. So. So, ja, gut. Danke, komm. Dann haben wir doch jetzt ein bisschen Gewinn gemacht. Ich will wissen, welcher ist denn jetzt besser? Der steckt öfters zu und macht einen höheren Schaden. Und ich kann später beidhändig werden, oder? Ja. Aber dann würde ich meine 18 Rüstung verlieren. Naja, das kann man sich ja für später noch überlegen. Deswegen habe ich den wahrscheinlich auch. Ich weiß es nicht. Darum liegen. Den können wir nicht verzaubern, der ist zu billig. Aber den kann man verkaufen. Willst du etwas kaufen? Waffen kann man ja theoretisch auch verzaubern, aber nicht solche billigen hier. So, ja, dann haben wir auch alles hier in der Schmugglerbucht gelöst. Und können jetzt